Hallo meine Freunde und willkommen zurück bei Death's Gambit. Wir haben in der letzten Folge gleich zwei Bosse besiegt und haben hier einen Dude. Ich bin natürlich mal wieder das Bruce und den binden wir mal los. Ich in Bones. Not one for summon, these backwater wolves. Give me a moment to recover. I'm not just an old hermit, eh? Find me back at Sanctuary and I'll show you how to enchant your items as things. Ah, okay. Der Dude kann Items verzaubern. Achso, okay. Na gut, ich dachte, man kann noch mal mit ihm reden. Oh, da geht's auch weiter. Yeah, der Amarok-Schlüssel. Und ich weiß auch genau, wo wir sind. Nämlich direkt hier. Sehr schön. So. Ich lasse mich hier erstmal runterfallen. Und bevor ich den Schlüssel jetzt aber... das ist ja eklig. Oh. Das ist wirklich schwierig, da hinzukommen. Ich gehe mal kurz hier lang und guck mal, ob hier auch noch eine Statue ist. Ah, okay. Hier ist ein Hebel. Der ist sehr praktisch, weil dann können wir hier wirklich einmal ganz kurz lang und einmal kurz die... Ja, ich weiß. Diese Statue ist erstmal sehr, sehr schwierig. Sehr viele böse Erinnerungen, die uns hier quasi wieder begegnen. Wir machen noch ein bisschen Schnelligkeit und ein bisschen Vitalität. Und dann schauen wir mal, was wir hier so hinbekommen. So. Aber jetzt können wir auch wieder zurück. Sehr, sehr praktisch. Man bahnt sich so langsam die Wege, die man braucht. Aber hey. So. Gucken wir mal, was wir jetzt für lustige Sachen bekommen, wenn wir die Kollegen hier befreien mit dem Balrog. Oder, nee, Balrog sage ich. Das ist falsch, aber egal. Mit dem Schlüssel, den wir gerade bekommen haben, nicht wahr? So. Aber weil ich es spannend machen möchte, möchte ich natürlich erstmal die Sachen hier öffnen. So. Ein Vardos-Schwert. Da wir aber hauptsächlich einen Dolch benutzen, bringt uns das jetzt eher weniger. Ach Mensch. So. Ach, die Dinge habe ich auch vergessen. Guck mal an. So, Seelenstein und dann haben wir auch nochmal einen Seelenstein. Interessant, was auch immer das hier zu bedeuten hat. Es hat bestimmt noch was zu bedeuten. Ne? Was war das? Ach so, das war... Die Tür, die man öffnen kann. So. Hier haben wir zaghafter Mut und auch nochmal einen anderen Gegenstand, den ich so schnell nicht gelesen habe. Okay. Ich heile mich mal eben. Na komm. Ich weiß bis heute nicht, wie das gehen soll. So. Wow. So, sehr gut. Sind jetzt auch nochmal durch. So, aber dann können wir jetzt nochmal schnell nach unten gehen und hoffentlich hier rück. Autsch. Ja gut. Aber hier müssen wir auch noch mal lang, weil wir müssen auch hier den Amarok-Schlüssel. Bless you. Find me again at Sanctuary and I'll make good on my promise. Enjoy your stay, Gringor. Ach komm. You had me worried. First we leave, for the Amaroks catch our scent. Ja, würde ich auch sagen. Denn doch möchte ich
möchte ich nochmal den Weg hier oben lang gehen. Ich heile mich mal nochmals. Ach Mist, ey. Ich wollte gar nicht hier runterfallen. So, und dann können wir auch nochmal hier lang. Ah, öffnet sich nur, wenn du keine Phönix wieder verwendet hast. Okay. Okay, alles klar. Na gut. Dann mal kurz hier runter. So. Ich verwende mal noch eine. Wow. Okay. Ja, komm mal mit hier. Komm mal mit. Wir brauchen ein bisschen Platz hier zum Kämpfen. Oh, das mit der Ausdauer ist echt ein Problem. Wow. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. So. Oh Gott, Mensch. Ich war doch gar nicht auf so viele Gegner gefasst, Mensch. Nein. So, eine Krähenfeder. Ganz wichtig. So, jetzt gehen wir nochmal an dieses Teilchen hier. Gehen wir auch direkt wieder raus und ouch, ouch. So, ja, Buch der Unsterblichen. Ist natürlich schön, wenn man dieses Buch eigentlich schon längst eigentlich benutzt hat, nicht wahr? Ja, ist natürlich jetzt ein spannender Aspekt, weil ich will ja an diese Kiste dort und nun ja. So, okay. Ein bisschen Ausdauer regenerieren. So, jetzt ist Ausdauer komplett regeneriert. So, und jetzt gehe ich natürlich nach da, um diese Kiste zu öffnen. Haha, yeah! Immortalitstein. Wozu da auch immer gut ist, ich weiß es nicht, aber das werde ich erfahren irgendwann. Na, oh, ey. Dude. So. Grün, blau, gelb, rot. Ja, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. So, wir gehen jetzt quasi wieder zum Heiligtum, weil dort warten einige Kollegen auf uns. So, und deswegen gehen wir direkt mal hier entlang. Mal kurz überlegen, wo bin ich jetzt genau? Genau. Ach, Moment mal, komme ich überhaupt lang? Nee. Ha, schön. Gut, da kommen wir nicht lang. Wir müssen doch hier lang. Mensch. Wir müssen den ganzen Weg gehen, ja. So ist das manchmal. So, aber dann können wir hier auch direkt nochmal speichern. Können wir eigentlich ein Level auf... Ach ja, guck mal. Einen knappen Levelaufstieg kriegen wir noch hin. Wir gehen einmal auf Ausdauer. Ist auch immer eine gute Sache. Weiter geht's. Ja. Schön, nicht? So. Ich meine, wenn ich hier lang laufe, dann komme ich irgendwann an eine Stelle. Ja. Das war die Geschichte. Ja, der Eulenkönig oder whatever. Auf jeden Fall in so eine Eule.
Irgend so eine Eule, die aufs Maul bekommen wollte, nicht wahr? So. Hier ist mein Ross, mein treues, aber ich muss erstmal hier hoch. Und dann gucken wir mal, was wir hier für spannende neue Sachen machen können. Achso. Genau, wir können ja auch nochmal kurz ausruhen. Einfach damit wir an diesem Schrein sozusagen so ein bisschen stehen bleiben. Ach, guck mal. Zuma, Acolyte of Death, at your disposal. Hat er dich auch einen Vertrag unterschreiben lassen? What? No, I trade a part of spirituality. A liaison for his chosen. Namely, you. I can disenchant clutter in your inventory, enhance equipment with the right materials, and can offer guidance regarding your newfound immortality. Or just come over and we'll bongo. I don't care. Cool. So, entzaubern. Kann ich dann irgendwas entzaubern hier? Kann ich sowas entzaubern? Ach ja, guck mal. Kann man alles entzaubern. Ach, das gibt Seelensteine dann an der Stelle. Na gut. Dann klopfen wir das hier alles mal kaputt. Ein besseres Schild, ja, das wär natürlich mal eine Sache, ne? Sense ist natürlich ein cooles Ding, aber ich nutze halt Dolche, ne? Rekrutenumhang, ja, kriegen wir auch einen Seelenstein. Leichter Beinschutz hatten wir auch schon öfter, dass wir den nicht haben wollen. Gepolsterter Beinschutz haben wir ja quasi an. So, beim Rest weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, einmal kurz nachgucken. Vitalität plus 1. Wir hatten ja aber noch einen Helm. Kraft plus 1 und Intelligenz plus 1. Ja, aber Kraft und Intelligenz bringt uns aber nicht viel. Das ist das Problem, ne? So, was ist das denn? Zaghafter Mut. Erhöht die Vitalität um den Wert 15. Der Effekt ist beendet, wenn sein Benutzer stirbt. Okay, ja gut. Aura des Meisterschützen. Das Rollen kostet dich 20% mehr Ausdauer. Wenn deine Pfeile um 20% größeren Schaden verursachen. Ja, aber ich rolle ja doch gerne mal hin und her. So, dein Bewegungstempo beim Blocken steigt, ein einfacher und leichter Schild. Beim Blocken deines Angriffs steigt die Intelligenz vorübergehend um einen Punkt bis zu 5 Punkte. Der Effekt hält 10 Sekunden lang an, der Stillstand von den Amarok-Schamanen. Ja, das Ding ist, ich kann den gar nicht nehmen, weil ist halt zu viel Stärke, die ich nicht habe. Na gut. So, aber dann will ich doch mal gleich mal gucken, was ist denn hier mit Verzaubern? Wie sieht's aus? Dolch der Diebe plus 1. Ja, ich glaube, dann will ich erstmal möchte ich eigentlich einen anderen Wert haben hier. So, was ist das hier eigentlich? Ein Stein, mächtige Schmiedemagier können die Eigenschaften des Steins zunutze machen, um damit Ausrüstungsteilen Zauberkräfte zu verleihen. Wird der Stein als Objekt verwendet, verwandelt er sich in 1000 Scherben. Den Legenden nach zeigt sich dieser Stein, ein mächtiger Unsterblicher, kurz nach seiner Wiedererstehung erneut getötet wird. Aha. Interessant. Na gut. So, wo ist die andere Tante? Wir hatten hier doch noch irgendwie zwei Leutlings befreit. Wer bist denn du hier? Numera. Apologies. You've saved me and I've yet to introduce myself. I am Nymeria from Mistra, the Spring Isles. As promised, I have some teachings for you. Shall we begin? Ja, komm, hau raus. Was hast du für Fähigkeiten für mich? Präzisionsschuss. Ah, zusätzlichen Schaden, das ist mit Gegner töten, erhältst du außerdem 5 Pfeile. Oh, ah, auch. Okay. Interessant. So, schießt bei einem Pfeil aus purem Licht, der alle Feinde durchdringt, direkt vor dir stehen, okay. 6 Sekunden lang mit 3 Pfeilen statt nur einem. Okay. Das finde ich eigentlich ganz cool, das nehme ich mal mit. Ja, und wo ist der andere Kollege? Hast du neue Waren? Mal kurz gucken hier. Oh, 3000. Mithrilbein.
Schutz. Krass. Also einen richtig ordentlichen Dolch hat er nicht, ne? Furchtbar. Was ein Dude, ey. Gut, alles klar. Ich weiß zwar nicht, wo der andere Dude ist. Der liegt vielleicht hier hinten irgendwo. Wow. Wow. Ich vergesse, dass hier schon Gegner sind. Wow, Leute. Seid mal nicht so. Oh, ich könnte in die Festung. Ist das so eine gute Idee? Tja, das werden wir sehen, ne? Infidel, your devotion is found wanting. Ups. Ach du. Okay. Wow. Oh nein, 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 no. Ach Quatsch. Ich würde mich heilen. So. Aua. No. Na komm. Blitz dich selber weg. Oh, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich, ich hätte nicht gedacht, dass der Dude mich irgendwie... Ach Gottchen, nee, okay. Also das ist jetzt ein netter Versuch. Mhm. Ah. Ja, mit einer Vampir-Aura mäßig könnte das klappen. Hey, aber wenn ich wenigstens bis... Ach, okay. Ich hab noch eine Feder habe ich noch. Nein, nein. So, aber hey, ich habe es bis zur Phase 2 geschafft. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Davon mal abgesehen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, okay. Nein. Was ist jetzt? Nein. Nein, 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 nein. Okay. Okay. So, aber ja, also ich denke, der ist erstmal noch ein bisschen hart. Wobei ich sagen muss, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das so, ich werde mir mal... Die Feder wiederholen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber ja, das Problem ist, ich komme da jetzt nicht mehr ran im Guten, ne? Natürlich jetzt auch eine Sache. Andererseits, ich meine, wenn du die Pattern verstehst, dann hast du da eigentlich gar nicht so das Problem mit, ne? Ja, nee, das ist problematisch, aber okay. Wir gucken hier erstmal ein bisschen runter. Was ist mit dir los hier? So. Gehen wir erstmal hier runter. Befinden wir uns hier? Waren wir hier schon mal? Lässt sich von der rechten Seite öffnen. Okay. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Genau. Hätte ich gesagt, das ist so voll das Castlevania-Feeling, wenn ich diese Dinger kaputt machen könnte. Hm. Ja, gut. So ist das manchmal. So, aber dann müssen wir offenbar hier entlang. Ja, genau. Ich könnte mal
tatsächlich diesen einen Dude hier unten versuchen, was der so zu bieten hat jetzt mittlerweile. Vielleicht schaffe ich den ja jetzt. Das wäre eine Möglichkeit. Wow. Ey, was ist das denn, ey? Au. 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 Der ist der. So. Your weapons can be enhanced by my acolyte Zuma. Do pay him a visit. Ja, gut. Dann verzaubern wir jetzt doch den Dolch. Weil, warum nicht? So, Dolch der Diebe plus 3. Mal gucken, wie viel Schaden der jetzt macht. So, hier einmal. Hä? Ach, hier ist der Dude. Eternal thanks, Pop. Listening to that Archer talk was torture worse than the Amaroks. Now, you're here for some training, yes? Ja, wenn du so fragst, dann lass mal hören hier, was hast du denn? Da brauche ich eine Axt und ein Langschwert. Axt, Großhammer und Großschwert. Also, jetzt nicht so die Sachen, die ich benutze. Alter! Der ist ja schlimmer als der Endgegner, Dude, ey. Das ist ja furchtbar. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Autsch. Alter. Muss ich einmal kurz heilen? So. Ach, jetzt hat er sein Schild oben. Alles klar. Wird er noch zum Engel oder was, ey? Nee. Haha. Ja, geht doch. Mensch, das war knapp. Sehe ich gerade. Äußerst knapp. So, was haben wir denn jetzt hier? Hasi. Okay. Ich kann jetzt mit meinem Pferd hier durch. Das ist schön. Okay. Ja, ist doch auch was Feines. Kann man hier schön durchreiten. Dann sind wir wieder hier in diesem Bereich. Das hat natürlich was. Was mir halt jetzt auffällt, ist, was ist eigentlich damit? Komme ich da hin? So wollte ich es natürlich nicht. Okay, pass auf. Nochmal. Haha. Zauberklinge. Was ist denn das? Das ist natürlich... Zauberklinge. Ja gut, Zauberklinge. Intelligenzbasiert vor allen Dingen, okay. Interessant. So, ich will aber gerne noch mal kurz gucken, was das hier für ein Fahrstuhl-ähnliches Ding ist. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Gut. So, dann gehe ich jetzt erstmal speichern an der Stelle. Dann überlege ich gerade, ob ich vielleicht Lust habe, den anderen Dude dieser Art auch noch zu verprügeln, denn genau das ist ja eine Sache, die man hier jetzt machen könnte. Es gab ja noch so einen. Ach Mist, ich hab gerade eben auf meine... Ja, okay. Aber okay, das war schon ein bisschen besser, finde ich.
Okay. Gut, das habe ich mir gedacht. Aber hey. Ach nein! Ach Mensch, der war so knapp. Der war so knapp. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Oh nein. Nein, das war so gut. Ach nee. Ach komm. Oh. Nächster Versuch. Ja. Furchtbar. Oh. Aufsteigende Seele. Eieieiei. Schafft es gar ja erforderlich. Was? Jetzt hat mir das hier nicht mal was gebracht, weil ich eigentlich einen Schopf des Gaia dafür brauche? Oh mein Gott. Aber hey, immerhin habe ich ihn besiegt und ich glaube, der bleibt dann auch weg, oder? Bitte? Please und so? Aber hey, immerhin... Ich habe immerhin irgendwie was geschafft. Wow. Naja, während ich hier dann weiter zurückreite, wünsche ich euch natürlich einen traumhaften Tag, Abend oder wann auch immer ihr da schaut. Lasst gern ein Abo da, damit ihr wisst, wie es weitergeht, und lasst auch gern ein Like da, wenn euch dieses Spiel hier gefällt. Ja, und ansonsten würde ich dann mal so sagen, so einfach so, mir nichts, dir nichts, bis zum nächsten Mal.